Stiftung Werner von Siemensring wurde vor über 100 Jahren gegründet und damals mit dem Zweck, Lebensleistungen von ganz wichtigen Persönlichkeiten auszuzeichnen, die sich ähnlich wie Werner von Siemens verdient gemacht haben um die Gesellschaft. Das Verbindende natürlich ist, dass sie technischen Fortschritt in Innovationen umgesetzt haben und letztendlich auch in ein erfolgreiches Unternehmertum umgesetzt haben. Das große Vorbild ist natürlich Werner von Siemens. Nichtsdestoweniger sind es sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mit dem Ring wollen wir insbesondere auch Persönlichkeiten auszeichnen, die sich ihrer sozialen Verantwortung stellen. Ein verantwortungsvolles Unternehmertum, wie es auch Werner von Siemens vorgelebt hat, ist uns sehr wichtig. Ein Unternehmertum, was nachhaltig ist, was ja in unserer heutigen Zeit auch nachhaltig bezüglich der Umwelt ganz wichtig ist. Das ist auch ein wesentlicher Fokus vom Werner von Siemens Ring. Und wir wollen zeigen, dass Innovationen und verantwortungsvolles Unternehmertum natürlich am Ende des Tages die Gesellschaft prägen und auch weiter voranbringen. Wir sind vollständig technikoffen. Die Stiftung Werner von Siemens Ring wurde eigens zu diesem Zweck eben zum 100. Geburtstag von Werner von Siemens gegründet, wie gesagt vor mehr als 100 Jahren. Und seitdem haben wir den Preis an Persönlichkeiten vergeben aus den verschiedensten Wissensbereichen. Zum Beispiel Zuse ist ein Computerpionier, Linde ist ein Pionier in der chemischen Verfahrenstechnik. Und Fischer zum Beispiel, den auch jeder kennt, hat die Dübel in die Welt getragen und einiges mehr. Also wir sind praktisch in allen Bereichen zu Hause, überall dort, wo Persönlichkeiten, Innovationen, technische Innovationen in erfolgreiche Unternehmensführung umgewidmet haben. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz exzellenten Ringträger dieses Jahr wieder gefunden. Herr Frahms Arbeiten sind in der Medizintechnologie nicht mehr wegzudenken. Also jeder lag schon mal unter einem MRT-Gerät, wo also Bildaufnahmen vom Körper aufgenommen werden. Und diese MRTs sind nur so erfolgreich, wie sie heute sind, aufgrund der Erfindungen von Herrn Frahm. Zunächst hat er durch ein technisches Verfahren die ganze Bildaufnahmen Faktor 100 schneller gemacht, sodass man tatsächlich Bilder in vernünftiger Zeit aufnehmen kann. Und das ist nun die Basis dafür, das ist eingebaut in alle MRT-Geräte, die es weltweit gibt. Und damit werden pro Jahr 100 Millionen Aufnahmen gemacht. Sie sehen also damit die Dimension seiner Innovation. Und das nicht genug. Er hat vor kurzem sogar das Ganze nochmal einen Faktor 100 schneller gemacht. Also insgesamt 10.000 Mal so schnell, wie wir das von Anfang an kannten. Und damit kann man jetzt Bilder vom schlagenden Herzen aufnehmen, also Bewegungen auch tatsächlich abbilden. Und das ist eine technische Revolution ersten Ranges. Also wir haben ein zentrales Problem der Magnetresonanztomographie gelöst. Das zentrale Problem ist die lange Messdauer eines einzelnen Bildes. Und diese Lösung besteht aus zwei großen Teilen, die genau 25 Jahre auseinander liegen. Mit der letzten Errungenschaft, der letzten Beschleunigung, die wir nun erzielt haben, ist es mittlerweile möglich, nicht mehr nur einzelne Bilder, sondern Serien von Bildern, also MRT-Filme aufzunehmen, mit typisch 30 oder 50, unter Umständen sogar mit 100 Bildern pro Sekunde. Und damit eröffnen sich jetzt uns völlig neue Welten für die wissenschaftliche und für die medizinische Anwendung der Magnetresonanztomographie. Wir können beliebige Körperfunktionen, beliebige Organfunktionen dynamisch abbilden und damit die MRT von der Anatomie in die Physiologie übersetzen. Es gibt eine riesige Zahl von Beispielen, die jetzt erstmalig möglich werden. So können wir zum Beispiel Gelenkbewegungen untersuchen. Ein ganz wichtiges Gelenk dabei ist, und das befindet sich bereits in der klinischen Erprobung, das Kiefergelenk, wo sehr viele Menschen Schmerzen haben beim Öffnen und Schließen des Mundes. Und das lässt sich jetzt wunderbar mit der Echtzeit-MRT abbilden. Schluckvorgänge ist ein anderes Problem. Artikulationsprobleme, Sprechen, Stottern, alle diese Dinge werden erstmalig möglich. Also die Auszeichnung mit dem Werner von Siemens Ring betrachte ich als eine ganz außergewöhnliche Ehrung. Eine Ehrung, die mich zudem in eine Reihe von so prominenten Namen setzt aus dem letzten Jahrhundert, die wirklich Bedeutendes geleistet haben.
Ich verstehe diese Auszeichnung allerdings auch als eine großartige Anerkennung für die Leistung meines ganzen Göttinger Teams, der aktuellen, der ehemaligen Mitarbeiter, die über viele Jahre tatsächlich die Entwicklung der Magnetresonanztomographie vorangetrieben haben. Persönlich möchte ich vielleicht noch anfügen, dass ich mich dem ursprünglichen Gedanken von Werner von Siemens äußerst verbunden fühle, nämlich der engen Verzahnung von naturwissenschaftlicher Forschung mit technischer Innovation als eine wesentliche Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt, sei es in der Wirtschaft oder wie in unserem Fall eben in der bildgebenden medizinischen Diagnostik.